So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Let's Play. Das letzte Mal hatten wir Pokémon Dusk gezockt und jetzt haben wir uns mal die feuergrüne Edition rausgesucht. Mit dabei sind wieder Bene, Pierre, Colin und ein Gast. Ich will kein Gast sein. Nein, Bibelzeichen, damit ich das gleich eintragen kann dann. Nenn mich wie bei Steam Mr. Traitor. Mr. Traitor, ja? Der ist auch mit dabei, aka Magi. Hallo! So, ich drücke jetzt nur Willen, dass wir im Raum. Wie immer. Und, ja, Martha, die schizophrene Martha. Deswegen jetzt mal ein neues Spiel. Intro ansehen? Ja, warum nicht, ne? Intro. Schauen wir uns das Intro an. Star Wars. Legend of Pokémon. Okay, wer liest das vor? Keine Ahnung, das ist die New Edition. Ja, Edition. Feuergrün! Durchgeschnitten wurde Episode. Da kann man es noch schlechter vorlesen. In einer weit entfernten Welt. Kann das auch nur einer machen? Wo Menschen und Pokémon friedlich miteinander leben, gibt es einen Trainer, der alles verändern wird. Seinen Traum folgend will er wenigstens einen Orden gewinnen. Er ist mächtig. Jawohl. Sehr ambitioniert. Doch alle Pokémon vom Professor Oak wurden gestohlen. Eiche, nicht Oak. Und das Schlimmste, sein E auch. Ja. Scheiße, an die Wand. Das heißt so Eiche ohne Scheiße. E. Scheiße. Jetzt ist er nur Professor Eich. Langweilig. Ja, Name. Aber er hat auch zwei E, also kann er auch Ich hier heißen. Ich das stimmt, es wurde nicht gesagt, welches E geklaut wurde. Tatsächlich. Verdammt, ey. Er ist Professor Iche. Vielleicht also, Professor Iche, ja? Vielleicht Professor Eiche. Ja, nenn ihn Iche, Professor. Das ist wie. Das ist echt wie bei Star Wars, voll geil gemacht. Oh, okay, das war nice. Jetzt gehen sie jetzt hier reden, ja, was sie da ist, dass sie da aufgekommen sind, ey. Bock doch, ey. Warum nicht? Da ist er ja! Hallo, Entschuldigung, dass ich dich abwarten lassen. Und eine männliche, alte Stimme. Aber ich hatte vergessen, dass du hier bist. Mrs. Alzheimer. Mrs. Mrs. Alzheimer, hallo. Mrs. Alzheimer, hallo. Mir geht alles kaputt. Willkommen in der Welt der Pokémon. Immerhin wieder zu Mrs. Alzheimer. Mein Name ist Eiche, wie der Baum. Aber alle nennen mich Professor Pokémon. Ja, die Leute von denen wissen, bevor die überhaupt Menschen nennen. Okay, verdammt. Pokémon und Menschen leben und helfen einander. Manche Pokémon werden von ihren Haupttieren den Menschen trainiert und kämpfen dann gegen andere Pokémon. Ja, aber wir wissen noch nicht alles über die Pokémon. Es sind immer noch einige Geheimnisse zu erforschen. Deswegen studiere ich jeden Tag die Pokémon. Ja, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ja, jetzt wahrscheinlich ein bisschen kurz. Ah, eigentlich. Ja klar, nehmen wir immer. Bist schon wieder dieses Alzheimer. Wie war dein Mal nochmal dein Name? Ja, Asperal. Das ist doch wieder Asperal. Ganz einfach. Ganz kreativ. Du heißt also Asker? Asker, bist du bereit, Tentakel zu werden? Nein. Nein, nein, bis Abenteuer genug beginnt. Hab nur Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Ja, wir sehen uns später. Toll. Ich muss jetzt gerade mal kurz Steuerung gucken, alles klar. Ja. Okay, ja, das ist echt scheiße, wenn man kein Geld für ein DS hat, ne? Ja. Ja, dann muss sie sich welches erarbeiten, ne? Ich meine, sie müsste doch am meisten kommen. Ja. Bei Professor Eich bestimmt. Ja. Bei Professor Eiche. Guten Morgen, Oscar! Hallo, Martha! Wie geht's? Alles klar, das war's auch schon. Sie ist aber ein bisschen jünger als Martha. Ja, deswegen hab ich so ein bisschen heller. Ey, cool, links ist Wasser. Mal geil, ey. Ja. Voll die geile Physik-End. So, ist noch ein Polizist. Pass auf dich auf! Hier in der Nähe wurde Team Shocket gesehen. Gesehen. Erstmal in ein Haus reingehen hier. Professor Eiche wartet auf dich im Labor. Wieso sagen wir das alle? Er hat schon im Voraus bezahlt. Geh nochmal mit den Polizisten. Geil. Was lotzt mich so an? Alles klar.
jetzt lesen. Alles nur behinderte im Dorf. Oh, da ist ein Busch. Wie groß ist die Bevölkerung hier? Auch 10 Leute? Nee, weniger, glaube ich. Ja, irgendwie schon. So, alles klar. Professor Eiche. Was haben wir hier? Na los, hau rein. Hallo Aska, was hast du bereits die mutierten Pokémon bei der Pokéballfabrik beobachtet? Alles klar. Jetzt okay, wieder. Mutierte Pokémon. Die Lehren des Pokésutras. Das ist nicht schlecht, ey. Mir gefällt das Spiel immer mehr. Machen wir den Tentakel. Ja, da läuft ein Spiel, Pokémon Feuergrün. Wie blöd muss man sein, um sowas zu spielen? Das wird immer besser. Ah, mein E! Das ist nicht schon auch? Ah, nee, das bist du, ja. Gib mir mal mein E wieder! Niemals! Das brauche ich, genauso wie diese drei Pokémon! Denk gar nicht erst daran, dass die Pokémon, die wir bekommen sollten. Ich weiß! Und ich tue es trotzdem. Was ein Badass, ey. Und niemand hält ihn auf. Au, verdammt! Die Mucke haben sie auch schön neu aufgelegt. Die Lehren des Pokésutras. Genau, die liegen überall auf dem Boden verstreut. Was haben die hier gemacht? Weiß ich nicht. Alles klar. Das ist ja nichts. Eine leere Tafel. Was sollen wir jetzt machen? Was ist hier passiert? Wo sind die Pokébälle hin? Mann, geht mit deinem Alzheimer nicht mal. WTF? Mann, geht mit deinem Alzheimer nicht mal zum Arzt. Wer bist du? Mir reicht, ich werd noch wahnsinnig mit dem. Wo bin ich? Wo bin ich? Oskar, was sollen wir nun tun? Alles klar, erstmal gehen. Alles nur verrückt in dem Labor. Vor allem was. Frag das kleine Mädchen um Hilfe. Also Professor Eich ist jetzt... Wer war der Kopf? Du selber. Achso. Verdammt, das Alzheimer. Nee, sei schon. Wie hab ich den gesprochen? Ich kann dir nicht helfen, die Pokémon zurückzuholen. Dann bekomme ich kein Geld mehr von Team Schocket. Was soll das heißen? Ich habe nichts von Schmiergeld gesagt. Das ist gut. Er hat nur Geld gesagt, Schmiergeld. Na, stimmt. Okay, er ist ein sehr guter Polizist. Ja, er nimmt Schmiergeld an. Du hältst keine Pokémon. Du hast kein Pokémon. Aska, tut mir so leid, aber anscheinend musst du wohl hier bleiben. Du könntest ihn schon einmal mit dem Abwaschen beginnen, okay? Okay. Waschen ab. Können wir nicht. Geschirr haben wir schon fertig. Ja, sind Sie doch schnell. Dazu? Du öffnest ein Buch, aber du kannst nicht lesen. Also schließt es wieder. Was geht jetzt ab, Kleiner? Was lass mich so an? Ist ja gut. Beruhig dich. Du kannst nicht nach draußen. Mit dem Pokémon drehen sie gerade Punkt, 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 Punkt. Was soll das heißen, du musst aus der Stadt? Punkt, 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 Mann. Mir ist es so ziemlich egal, ob Professor die Pokémon gestohlen worden. Ich wurde so programmiert, niemanden und Pokémon rauszulassen. Und das werde ich jetzt auch tun. Alles klar, gleich nochmal. Da hörst du schlecht, oder was? Was? Ich glaube, das war sie, ja. Verdammt, wieder Akku. Hey, du kannst ja reden. Aber das ist doch ein RPG. Das heißt, der Protagonist darf nicht reden. Scheiß drauf, oh, ich bin nicht schrink, also lass mich. Nein, du bist immer noch auf dem Gras da weg da, Mann. Es gehört mir ganz alleine. Er hat sich ein Stück Gras gekauft. Hallo Oskar, was ist los? Und weil der Junge dich nicht durchlässt, kannst du die Pokémon nicht holen. Und du denkst echt, dass ich alle deine Aussagen per Telepathie verstehe? Na gut, ich versuche die Pokémon zurückzuholen, aber nur weil du es bist. Na geil. So einfach geht das. Wo sind wir hin? Jetzt bist du sehen. Her. Oh, cool. Das war zum Mutter. Erstmal da einbrechen. Jetzt wartet sie da. Schau mal nach, was für Pokémon die hat. Ja, mach ich mal eben. Wow. Schicki, Schicki, wir haben wieder eine Brille auf Level 7. Wir schauen Pokélex. Wir haben Schicki.
Und wir haben Shiggy. Ja. Die Karten Knoblauch rein. Route 1 Silberwald, alles klar. Mega groß City. Mega groß City. Port Croissant. Seeblatt City, was haben wir hier noch? Frostbeulen. Siegestraße. Stein geht unter. Industriezone. Achso. Mann, Telefon! Telefon, Mann. Mom, Schüssel! Alles klar, auch nicht schlecht. Relic Trainer-ID. Geld haben wir keines. Ein Pokémon. Voll geile Trainer. Erst bei Speichern. So, Option, was können wir da einstellen? Fensterrahmen, Lautstärke, Wildziehen. Ich find's witzig. Okay, der Wechsel, ne? Zwischen den Dingern, so von Zeit zu Zeit, weil ja. Beides war da. Ja. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Genau, raus aus Knoblauch City. Ja, Knoblauchheim oder so, wie es heißt. Stimmt, Knoblauchheim. Ich will nochmal mit dem kleinen Bastard hier reden. Alles klar. Oh, guck mal, ich stehe auf deinem Gras. Aber du hast ein Pokémon da und darauf stehen. Ja, er wurde ja so programmiert. Was ist das hier für ein Taubsi? Der macht den ja, Sprecher. Ja. Ein wildes Taubsi erscheint! Los, Shiggy! Ah ne, das muss sie sagen eigentlich. Los, Shiggy! Super. Shiggy, das ist gut. Oh, wow. Genau, ich kann es denken. Nochmal was. Das Taubsi sieht irgendwie voll creepy aus. Das ist so ein Taubsi aus den, keine Ahnung, 70ern oder so. Das ist eine Fliegermütze. Das ist eine Fliegermütze. Ehrlich mal. Sieht aus, als ob es lange Haare hätte. Das ist das Hippie-Taubs. Shiggy, 35 EP! Besser als ein wenig Fliegermütze. Sprich mal mit der Blume da. Ich sprech mal mit dem Schild hier. Route 1, mach mal geil. Sprich mit dem Schild. Benutze den A-Knopf, um Schilder zu lesen. Achte auf versteinerte. Achte auf versteinerte Items. Ja, auch in der Prähistorie gab es bereits Tränke. Yeah. Alles klar. Maike findet zweimal Trank! Gar nicht ungroßzügig, Bock doch. Na, vielleicht braucht man das auch nicht, meine. Ja, das passt doch nicht. Ich meine, das ist feuergrün, ne? Ja. Yeah. Also schon Pokéwelle? Nee. Aber ein wildes Topsi wieder. Wieder so ein Hippie-Viech. Aber. Das ist ja gerade voll im Trend. Das wirkt jetzt auch so, als ob so ein Bart hätte jetzt irgendwie. Das so nennt man auch Kinn. Das ist ja ziemlich fettig. Das ist der Kinnbart, ey. Genau. Los, komm, Blubber ist weg. Oh. Alter. Hä? Genau, ich kann den Tackle. Ja. Ich freue mich schon darauf, wenn wir die One-Hitten irgendwie. Du-du-du-dum, Level up. Was passiert, wenn man hier? Ein Pokémon kann ich immer vielleicht zwischen rein. Ah, das ist wieder so ein. Ey, bin ich durch, ey? Verdammt, ey, glaub ich mal alle so. Ey, halt, du kannst ja nicht durch. Nein, sei denn, du bringst mir etwas zu trinken. Wasser, Aqua, yeah. Ach, Scheiße. Hätte ja klappen können. Alter, ey, ich bin immer noch durstig. Gib mir trinken, du kleine Bambino. Ja, aber ein Trank. Gab es so einen Polizisten nicht auch im echten Pokémon irgendwie, der dich nur durchlässt, wenn du was zu trinken hast? Safronia City. Oh, und noch ein Pokémon. Oh, hat Spaß. Wow. Aber das hat kein cooles Item. Das ist einfach nur ein bisschen. Das ist ein langweiliges Raffratz. Ja, das ist absolut vielleicht ein Schnurrbart. Nein, weißt du, was das ist? Es hat den ultimativen Schnurrbart. Das Normale. Es hätte das Normal-Item bekommen. So, erstmal wieder aufteilen. Gut, einfach weil wir es können. Und dann müssen wir irgendwie was zu trinken besorgen. Ne? Ja, frag Professor Eich vielleicht nochmal. Ja, Eiche. Oder mit dem sprechen. Eich, ja. Ich glaube, Eich. Oder du musst mit der Protagonistin sprechen, die auf einmal reden konnte. Ja, stimmt. Mal schauen. Eichs Labor. Ja, das wurde das eh auch geklaut. Ja. Recht. Maike, was sollen wir nun tun? Okay, ja, was liegt denn hier auf dem Boden? Ach du Scheiße. Wo bin ich? Was alles klar, Scheiße. Der ist immer noch verwirrt. Was kann man denn hier machen? Oh geil, man kann überall die Pokémon heilen. Yeah. Das hört sich auch so übelst an. Geil. Alles klar, dann. Frag doch mal den Polizisten. Den hab ich doch schon angesprochen. Das ist doch der das Schutzgeld annimmt, hätte ich fast gesagt, das Schmiergeld. Du hast den Pokémon und Bronze 1 Evo und geklaut. Hammer. So, ich spiele. Maike spricht irgendwie auch nicht mehr. Nee, raus von Asuka.
Alles klar. Ja, fragen wir Astra. Wieso haben wir der jetzt eigentlich einen Namen gegeben, wenn wir Maike spielen? Na, jetzt kurzzeitig wahrscheinlich. Flasche Whisky, jawoll! Die sind 10, oder? Ja. Okay, gute Eltern. Kann man die jetzt trinken? Ne, den muss man wahrscheinlich dem Typen geben. Probier mal, ob du sie selbst trinken kannst. Maike wird high, Maike geht zum Polizisten. Und Whisky. Ein alkoholisches Getränk. Ach, dann geht sie zusammen mit dem Polizisten, also interessant. Scheiße, Mann. Nee, ich bin so dort, der Diener noch. Halt, du kannst hier immer noch nicht durch. Nein, es sei denn, du bringst noch mal zu trinken. Ja, trinken. Da, sie sagt, oh, Leute, oh, Whisky, oh, gleich bist du mein. Oh, ja, oh, komm her, du gleich auch, Maike. Oh, yeah, oh, oh. Oh, schlürf, Saba. Danke, du, dass ich mir gebracht habe. Müssen wir nicht weiter zuhören. Was hat der denn hier zusammen? Darf ich dein Pokémon sehen? Es ist für wissenschaftliche Zwecke. Wer es glaubt. Ich habe bestimmt keinen Pokémon-Fetisch. Wer's glaubt. Ich lese auch kein Poké-Sutra. Was macht er jetzt? Ja! Nee, yeah! Okay. Ja, das war's. Immer wieder gerne. Oh. Schicki. Oh nein. Alles klar. Wir sind im Silberwald. Ich wette, er hat gar nichts Schlimmes damit gemacht. Er hat es bestimmt nur gestreift. Mhm. Oh, ein Raupi. Das kennt man ja. Und Schiss. 31 EP, ja, immerhin. Ich will das Item da haben. Pokéball, nice, wieder ein Trank. Juhu! Aber es sah aus wie ein Pokéball. Das ist ein Trank in einem Pokéball. Der sieht aus wie Giovanni. Ja. Das ist auch Giovanni, Mann. Schon wieder diese Hippie-Taubsis, ey. Ja, die sind überall. Am Arsch! Ja, das ging schon daneben und jetzt sinkt auch noch Genauigkeit, Alter. Taubsi wird mir so auf den Sack gehen, ne? Taubsi ist voll geil, Mann. Kannst du nicht einfach fliehen? Kann ich, aber ich will es besiegen. Flucht ist was für die Feiglinge. Alter, jetzt! Leertaste! Na, geht doch! Na, bald ist die Tastatur im Arsch. Ah, nee, die hat schon Schlimmeres ausgehalten, du. Wir haben hier im Wald verlaufen! Das ist sie wieder? So weit ist das doch fast unmöglich! Hey, wenn du mich ich hab schon wieder vergessen, wie ich ihn gesprochen habe. Hey, keine Ahnung. Wenn du mich verarschen willst, dann schlag ich dich! Nein, es tut mir leid, dass ich ihn beleidigt habe. Ich will nicht mit deinem Shiggy an. Ich will mich nicht mit deinem Shiggy anlegen. Okay, ist aber geil. Ja, Saftkorn. Das ist doch EP, Mann! Ein Saftkorn. Oh, Chris. Kärtner, jawoll. Und tschüss. Komm, 60, ja. Scheiß drauf. Mach mal wieder Level 4. Aber es war ein Saftkorn. Ja. Eine kleine Statue. Kleine Maike findet eine kleine Statue. Nein, ja, das kann ich nicht tauschen. Nee, ist auch nur Level 2. Das hat noch keine Mütze. Oh. Das hängt sogar von der Mütze. Das hat noch nicht so viel Haar, sich mal zu lassen. Oder es ist ein weibliches Tops. Kann auch sein. Deswegen macht es auch die Beine breit oder was. Das verstehe ich nicht sein. Jawohl, Trainer. Meine Schwester hat was gegen kleine. Meine Pokémon. Oh, gegen kleine Pokémon. Schwester, Flitter ist so Tentakelies. Also, Käfersammler schickt Raupi in den Kampf. Seine Schwester ist Misty. Babe. Ach, was wollte ich gerade sagen? Oh. Fadenschuss fängt ja schon mal gut an. Jetzt hat die seine auch. Schwester ist seine Mutter. Okay. Wow, yeah. Boah, das war ein Crit, ey. Wow. Depressives Raupi in den Kampf. Oh. Besieg das mal nicht. Doch, ich mach's voll fertig, ey. Raupi setzt Trainer ein, nicht effektiv. Oh, das regt sich voll. Heuler. Nochmal Heuler. Das letzte Pokémon werde ich jetzt nicht kriegen. Hey, Shiggy hat aufgehört zu weinen. Cool. Richtig, doch. Ja, okay, ich mag den Sarkasmus, den sie gerade eingebaut haben. Ich würde langsam probier mal Blubber. Ja, wäre vielleicht ganz gut. Ne, ich denke irgendwie an, warum habe ich das nicht gleich von Anfang an gemacht? Wer hat den gesprochen? Also, ich, ne? Ja, du. Das muss wohl daran liegen, dass Mädchen nichts für Insekten übrig haben. Oh, vermutlich gibt es deshalb auch keine weiblichen Käfersommer im Pokémon-Spiel. Scheint, als möge Game Freak und Nintendo, mögen Game Freak und Nintendo Klischees.
Okay, das, ich hoffe, dann finden wir hier auch einen weiblichen Käfer dann, oder? Was ist das denn? Oh cool, guck mal. Ein Pokéball, jawohl. Kannst du dir einen depressiven fangen? Nee, ein depressives. Ja, wenn dann müssen wir sowas fangen, nicht sowas Normales, ey. Oder so ein Hippie-Taub. So. Ja. Nee, das ist den Meisterball verwenden wir dann. Für das Hippie-Taub? Wir haben keinen Meisterball. Nee, aber wenn wir einen kriegen sollten, dann verwenden wir den entweder für ein depressives Robby. Yeah. Was ist das? Das ist Misty. Sieht so aus, ne? Das ja. Ein wildes, depressives Raubi erscheint. Das muss jetzt einfach. Wir wissen, ob die Weiterwege oder auch depressiv sind. Natürlich sind die alle depressiv. Sag Kokoka, geht los, wenn das bei keinem Ziel. Tackle hat schon mal jetzt hier auf Dach gezogen, ne? Angriff ist hier. Ach ja, genau, da war ja was. Oh, toll, ja, toll, ja. Es ist depressiv, man, natürlich geht es sofort was drauf. Was los? Ich würde langsam mal dein Mittel oder heute. Normales Wonder. Oh, das ist nee, das ist aber es müsste doch auch eigentlich die Special-Version vom Radford geben. Bisher gab es von ihr ja, Special-Version. Da haben wir wahrscheinlich ja, die Standard-Version. Ja, ja. Ja, können wir gleich speichern. Hui! Oh, total gemacht. Oh, okay. Steffen verschwendet Trank. Mir fehlte da irgendwie so ein Feedback. Soll ich noch was speichern? Ja, wohl. Noch ein Pokémon. Komm, jetzt kommt noch ein depressives Haufen. Nein, jetzt kommt erstmal speichern. 20 Minuten Spielzeit. Oh, können noch ein bisschen, ne? Saftkorn. Ein langweiliges Saftkorn. Oh, yes. Das war tot, bevor die Lebensanzeige. Oh ja. Das war halt ein ziemlich heftiger Blubber, ja? Guck dir mal die geilen Effekte beim Wasser gehen. Mann. Ja, Jesus. Ja. Mächtig, ey. Das ist bestimmt. Du meinst, du kannst so ein paar 100 Meter tiefer. Ja, natürlich. Ja. Du kannst hier rüberlaufen. Das ist nicht eine Pfütze, das ist die Pfütze. Steffen weicht im Gras aus. Ja, ja, bam. Komm, depressiv. Yeah! Steffen hat nur gezielt nach den depressiven Raupis gesucht. So sieht's aus, Tränen, nicht effektiv. Wir haben ja zwei Pokebälle. Okay, los, halt, Gesundheit, Wegkopf, Gesundheit. Okay, so weißt du. Was, ehrlich, das. Raupi wurde gefangen. Jawohl, wir haben Raupi. Geil, ein depressives Raupi. Ich will mal gucken, was das depressive Raupi kann, ey. Nein! Das ist wieder normal geworden. Ja, jetzt ist es nicht mehr depressiv. Oh. Tackle und Fadenschutz, ja, geil. Ich will eine Träne. Vielleicht ist der Sprite auch einfach nur normal hier. Oh. Oh. Weißt du vielleicht, wie man hier Silly beruft? Ich schaffe das einfach nicht. Ich denke, ich komme. Tschüss, Misty. Tschüss, Misty. Okay, gehen wir mal hin und rufen Sally. Das ist der, den ich verschwendet habe, der Ausgleich dafür. Das ist sie doch, oder? Nee, das ist der Schrein selber. Spaß. Das scheint klar, das ist doch so ein Sturm am Schatten wieder. Nee, das hat sich. Wow, Game Over. Ah, narkoleptischer Anfall. Ja. Wir sterben einfach Kinder. Scheiße. Narkoleptischer Anfall! Okay, das war geil. Nice. Das war echt cool. Ja, ein Zimmer. Ja, hallo. Komm mit Kleister, ne? What? Nimm das sofort zurück! Du rät's mir aber! Oh, nice. Oh, nein. Das war mal Celebi. Okay, sie hatten Celebi gekillt. Ja, hallo, das hat ja auch, hast du gehört, was es gesagt hat? Das hat, ja. So, das gesagt, hat zwar ey. Die Wahrheit erzählt, das aber das will sie natürlich trotzdem nicht hören. Das ist ja. Nee, ich glaube, das will sie hören. Der ekliptische Anfall. Scheiße, Mann. Ja, hey, guck dir doch mal die Pokémon-Folge an mit dem Polygon. Na, was hat der Käfer? An mir kommst du nicht vorbei! Ja, pass auf! Pokémon-Kampf! Ja. Käfer-Sammler schickt Saftkorn in den Kampf, ja? Los, Saftkorn, vernicht ihn! Ich hoffe, hier gibt's auch einen schönen Kaper dort drin. Boah, Panzerschutz haben wir freigeschaltet. Ja, aber Panzerschutz, der macht ganz verkehrt nach. Das wird ein heftiges. Wir hatten da Panzerschutz-Battle. Boah. Ah, 57. Käfer-Sammler schickt. Depressives Raubi, wuhu! Wollen wir unser ja, Depressiv unser Raubi ging ein depressives Raubi, auch wenn er uns das geschwächt ist. Das juckt niemanden. Nee. Egal, das ist ja eh schon depressiv. Aber warum ist seins depressiv und unseres? Keine Ahnung. Unseres war mal depressiv. Okay, das läuft super. Ja.
Weil das ist doch Shigi. Es geht jetzt voller Erfahrung. Das war voll gut. Ich bin ja mal gespannt, wenn Shigi sich entwickelt, ob er die Brille behält. Oh ja, das wird noch was Neues. Nicht effektiv. Ja. Ich will mal Flucht machen, ich will wissen, was da kommt, oder wenn ich einen Pokéball darf oder so. Stimmt, ey, probieren wir aus. Flucht? Ja, einfach Flucht. Oh, okay. Okay, okay. Und Pokéball habe ich keinen Bock zu verschwenden. Alter, WTF, was hat das eingesetzt? Gar nichts. Bitte. Das liegt an Shigis Brille. Raub erhält 21 EP. Das ist zu dunkel, was wir sehen, deswegen trifft er nicht. Aber an meinem Pokémon. Also, an mir kommst du nicht vorbei, aber an meinem Pokémon. Okay, da hat er gar nichts Unrecht. Man kann aber wir sind nicht vorbeigegangen. Man kann dann nicht durchgehen. Scheiße, man kann zu viel. Das ist ein Passion, ich wusste es. Yeah. Oh, wieder ein Styler Taubsi. Holen wir uns das Taubsi auch noch. Das wird dann auch wieder nur ein normales Taubsi. Ja, vermutlich, aber was willst du sonst fahren? Keine Ahnung, vielleicht kommt noch Puder-Pokémon. Nee. Nee, wie Taubsi, ganz klar. Kann man den Spitznamen geben? Nee. Schade, sonst hätten wir jetzt Hippie-Taubsi. Du wirst mit Tränken. Hipster-Taubsi ist das. Das ist doch wieder so ein Hurentaubsi. Ja, komm, ich mach fertig hier, Blubber. Das ist doch auch ein schreckes Kindertaubsi. Nee, das ist ein Hurentaubsi. Das macht schon die Beine breit. Oder in dem Fall die Flügel? Das ergibt keinen Sinn. Krallen. Ich habe mein Flammy ein wenig zu getaubt. Getuned. Was ist das für ein Spinner, ey? Das ist ein Nerd oder so. Streber schickt Flammy in den Kampf. Jawoll! Come at me, Bro! Das wird immer besser, ey. Dream Splash. Mann, das ist voll mächtig, ey. Okay, Bodybuilder Flammy, wie das gedopt wurde. Wo? Mit 200 Erfahrung. Ich hab mein Flammy ein bisschen getuned. Oh, Freak, ey. Ich dachte, da wären dann so Bazookas drin oder so. Aber das ist ja mal. Was ist unfair? Ja, scheiß drauf. Ja, da kann man so einen Drogen-Flammy jetzt machen. Steroid. Ich hab meines getuned, ey. Da geht's irgendwie so ein bisschen das Fell oder so. Oder auch so eine Brille. Ja, das ist ja auch irgend sowas. Der Strebermann. Ich hab vor Nyux, der wieder aufgetaucht. Oh, Nyons, ey, ist böse. Nyons ist ein Jungblut, welches in der Nutzlock unseren Starter gekillt hat, einfach so. Nyons? Das macht immer diese Pose. Ja, genau, das ist Nyons. Was geht da? Das bringt einfach über Teams auf, wenn ihr euch das so vorstellt. Und deswegen hassen wir es. Ja, so, Scheiße. Wenn Nyons hier auftaucht, dann müssen wir ihn so nicht fressen. So, hier haben wir noch einen Pokéball. Hammer, geil. Fangen wir uns noch ein depressives Raubier. Ey, komm, hier kriegst du den Bart. Und tschüss. Oh, ne, hat überlebt. Okay, dann halt ein Tackle. Aber guck mal, unser Shigi ist Level 11 und hat 33 KP. Brando war Level 13 und hat nur 25. Ja. Echt ein ziemlicher Lappen. Ja, ganz schön, ne? Ja, na, als nächstes Fadenschuss. War da eben gerade was? Als das Head eingesetzt hat? Das hat Kling Kling gemacht. Ja, da war doch so ein anderes Geräusch, ne? Ich weiß nicht, was du meinst. Bene, du hörst schon wieder Stimmen. Ein Pokéball noch. Noch ein Kran. Mit den Trunks wurde gefunden. Unterhose? Ja. Genau, eine Benutzerunterhose. Alter. Benutzer-Trunks. Maike, die stecke ich erstmal ein. Ja. Kann sie als ihre ausgeben und verkaufen. Das stimmt nicht auf jeden Fall. Fällt bestimmt nicht auf so eine Boxershorts. Ach, ich bin sowas toll. Du weißt. Ja, ich weiß. Genau. Da sind sie. Okay, jetzt haben wir uns voll gesperrt. Ja. Das war Fahnenschuss, Colin. Ja, das ist was Weißes. Oh, ein Superball, oh. Aber geil. Hat sich voll kommt gelohnt. Irgendwie immer aus dem Schwanzbereich von Raupi raus. Ja. Das ist nee, aus dem Rund. Abartig ist, wenn Saftkorn erst härter und dann Fahnenschuss macht. Es ist hart geworden. Yeah! Und dann spritzt es was ab. Yeah! Ja. Aber guck, ist ja immer so depressiv, das wird verstörend. Nee, Safcon ist nicht depressiv, nur Raupis. Manche. Einige, ja, weil sie, naja, Raupis sind. Weil sie depressiv sind. Wer will schon der Raupi sein? Bekomme ich auch ein wenig Whisky-Liter. Alles Italiener irgendwie. Scheiße, das ist doch. Ich hasse mein perverses College? Meinen perversen Kollegen. Ach, meinen perversen Kollegen, oh, sorry. Ja. Schlecht. Route 1. Oh, ein lustiges Schild, was ist da hier? Und, oh komm. Ein Stein.
Aus der Steinzeit. Mit so einem Kleinstein. Oh, nee, wieder Taubsi. Ein Hippie Taubsi. Nee, Hipster. Ich glaube, in diesem Spiel gibt's nur Taubsis. Kann durchaus sein. Das weiß ich nicht, aber nach dem Kampf werde ich erstmal abspeichern. Ein schlechter Plan. Ich find's einen richtig geilen Plan, ey. Jawoll. Ein bisschen, keine Ahnung, Taubsi gut trainieren oder so. Genau, speichern, ja, halbe Stunde passt. Dann beende ich hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.